Willkommen, liebe Zuschauer, zur aktuellen Ausgabe des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal. Auch in der heutigen Sendung versorgen wir Sie mit den aktuellsten Informationen zum Thema Corona. Sie haben die Chance, das Medium der Woche zu gewinnen und wir blicken auch noch auf die Wetteraussichten. Das alles jetzt in einer kompakten Sendung für Sie zusammengefasst. Stand Sonntagnachmittag beträgt die Anzahl der infizierten Personen 62. Das sind 2 mehr als am Freitag. 45 Personen gelten wieder als genesen. Momentan werden stationär 3 Personen behandelt. 40 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. 186 Personen wurden wieder aus der Quarantäne entlassen. Zur Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise werden Beihilfen und Unterstützungen wie zum Beispiel eine Sonderprämie, die Arbeitgeber an ihre Beschäftigten erbringen, bis zu einem Betrag von 1.500 Euro gemäß dem Einkommensteuergesetz steuerfrei gestellt. Erfasst von der Steuerbefreiung werden Sonderleistungen in Form von Zuschüssen und Sachbezügen, die von Anfang März bis 31. Dezember dieses Jahres erbracht werden. Voraussetzung ist, dass die Sonderleistungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. Von der Steuerbefreiung nicht erfasst sind lediglich arbeitgeberseitig geleistete Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld und Zuschüsse, die der Arbeitgeber als Ausgleich zum Kurzarbeitergeld wegen Überschreitens der Beitragsbemessungsgrenze leistet. Für die Testzentren in Schönebeck stehen neue Öffnungszeiten bereit. Die Fieberambulanz im Breiteweg 4 hat Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Das Corona-Drive-In zieht zum 14. April in die Räumlichkeiten des ehemaligen DRK Schönebeck und steht Montag bis Freitag von 13 bis 16 Uhr für Tests zur Verfügung. Die Stadt Schönebeck erhebt im Monat April 2020 keine Kostenbeiträge für die Betreuung der Kinder in den hiesigen Kindertageseinrichtungen und Horten. Die Beiträge werden auch nicht nachgefordert, da das Land Sachsen-Anhalt entschieden hat, die Finanzierung zu übernehmen. Mit wem kann man reden, wenn man allein zu Hause ist? Was ist, wenn mir etwas fehlt? Mit wem kann ich über meine Not und Angst sprechen? Am Schönebecker Fürsorgetelefon sind Sie mit Menschen verbunden, die sich Zeit nehmen und Ihnen zuhören. Erzählen Sie, was Sie beschäftigt, Ihnen die Kraft raubt oder wo Sie Hilfe gebrauchen könnten. Wir bieten auch an, mit Ihnen und für Sie zu beten. Das Fürsorgetelefon ist zu erreichen unter der Telefonnummer 03928 42 31 53 täglich von 10 bis 11 Uhr und von 17 bis 18 Uhr. Ein Angebot der Evangelischen Kirche in Schönebeck und Umgebung. Schönebecks Friedhöfe bleiben weiterhin geöffnet. Trauerveranstaltungen auf den städtischen Friedhöfen sollten einen gewissen Rahmen nicht überschreiten, da das Abstandsgebot von 2 Metern zwischen Personen einzuhalten ist. Es wird deshalb dringend empfohlen, sich möglichst auf den engsten Familienkreis zu beschränken. Die Schließung aller Kapellen der städtischen Friedhöfe von Schönebeck für Trauerfeiern wurde indessen allerdings veranlasst. Der Träger der Urne oder die Träger des Sarges können bei Traueranlässen weiterhin aus der Kapelle kommen. Ein Abschied neben dem engsten Familienkreis einer Grabstelle im Freien wird weiterhin möglich sein. Die Hotline der Stadt Schönebeck zum Coronavirus ist ab sofort unter der Telefonnummer 03928 71 06 11 zu erreichen. Es werden, sofern möglich, ausschließlich regionale Fragen zum Coronavirus beantwortet. Von anderen Fragen wird gebeten, dringend abzusehen. Hierfür sind die bekannten Informationsmöglichkeiten zu nutzen. Die Schönebecker Hotline ist zu erreichen montags von 7.30 Uhr bis 16 Uhr, dienstags von 7.30 Uhr bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags von 7.30 Uhr bis 16 Uhr und freitags von 17.30 Uhr bis 14 Uhr. Von 12 bis 13 Uhr ist die Hotline jeweils nicht besetzt. Ab sofort sind direkte Besuche der Stadtverwaltung durch die Bürgerinnen und Bürger dringend zu vermeiden. Neben der Wohngeldstelle gilt das auch für alle anderen Verwaltungsbereiche, wie nur als Beispiel das Ordnungsamt, das Personenstandswesen, das Bürgerbüro, Gewerbeanmeldungen, das Baudezernat, das Rathaus selbst, die Büros in der Grabenstraße und im Breiteweg 11, 12 und 12a. Wenn sich Termine dringend notwendig machen, sollten diese vorher telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden, da die Verwaltung insgesamt weiter arbeitsfähig bleibt. Die Corona-Hotline des Fachdienstes Gesundheit des Salzlandkreises ist ab sofort auch am Wochenende in der Zeit von 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 03471 6 84 26 84 erreichbar.
Zudem können Bürger die Hotline ab Montag von 8 bis 20 Uhr telefonisch erreichen. Weitere Auskünfte erhalten die Bürger auch über die Nummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Obwohl der Heimattiergarten auf dem Bierer Berg aufgrund der Corona-Krise momentan für Besucher geschlossen bleibt, erreichen das Team um Matthias Wilberg viele Anfragen per E-Mail und Facebook, wie man die Einrichtung finanziell unterstützen kann. Der Tiergarten hat nach wie vor laufende Kosten bei ausbleibenden Besuchern und somit Spenden. Um den Tiergarten zu unterstützen, sind auch weiterhin neue Tierpatenschaften oder Spenden in Form einer Überweisung möglich. Die Anfragen für Tierpatenschaften werden von Konstanze Polan telefonisch entgegengenommen. Geldspenden können bequem auf das Konto des Heimattiergarten unter eingeblendeter IBAN überwiesen werden. Das Team des Tiergartens freut sich auf jede Form der Unterstützung. Der Musikunterricht der Kreismusikschulen des Salzlandkreises kann trotz der Eindämmungsverordnung der Landesregierung derzeit stattfinden. Fast die Hälfte aller Musikschüler der vier Einrichtungen erhält online per Videokonferenz Einzelunterricht. Außerdem produzieren die Lehrer zusätzlich Erklärvideos, welche online ebenfalls für die Schüler der Musikschule bereitgestellt werden. Auf Dauer ließe sich damit allerdings nicht der traditionelle Unterricht ersetzen. Das Land Sachsen-Anhalt veröffentlicht einen neuen Bußgeldkatalog für die Zeit des bestehenden Kontaktverbotes zur derzeitigen Corona-Krise. Beispielsweise kann es zu folgenden Strafen kommen: bis zu 250 Euro für mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit, Familien ausgeschlossen, 100 Euro Strafe für das Betreten von Bolz- und Spielplätzen oder auch eine Geldstrafe von bis zu 250 Euro für jegliches Feiern, Picknicken und Grillen in der Öffentlichkeit. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Facebook-Seite. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es zu Gesamtsperrungen des Verkehrs in der Krausestraße in Schönebeck. Verkehrssicherungsmaßnahmen werden im Zeitraum vom 6. April bis zum 8. Mai 2020 vorgenommen. Grund hierfür ist die Verlegung einer Fernwärmeleitung. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Qualität, die sich bewährt. Die Fleischerei Bernau aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Unsere aktuellen Angebote: Nacken mit Knochen, 100 Gramm zu 70 Cent. Nacken ohne Knochen, 100 Gramm zu 80 Cent. Gebrühte Schmorwurst, 100 Gramm zu 60 Cent. Frische Schmorwurst, 100 Gramm zu 65 Cent. Und Lyona, 100 Gramm zu 1,09 Euro. Aufgepasst, bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Rumbi, Güsten, Förderstedt oder Stassfurt. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Aufgepasst! Bei Kilt sind die Oster- und Frühlingsneuheiten eingetroffen. Egal ob zum Dekorieren oder Verschenken, bei den Figuren von Göbel, Formano, Villeroy und Boch und Hutschenreuter ist für jeden etwas dabei. Niedliche Osterhasen mit viel Liebe zum Detail verschönern die Wohnung ebenso wie lustige Ostereier oder Schafe. Für Sammler gibt es aktuell die Jahreseditionen von Göbel und Hutschenreuter. Und als schöne Dekoration für den Tisch bietet die Marke ihr Servietten, Kerzen und Tassen an. Seien Sie bestens ausgestattet für den Frühling. Mit Kilt, Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck. Ab sofort ist unser Ladengeschäft wieder für Sie geöffnet. Bis auf Weiteres gelten folgende Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Wie gewohnt erreichen Sie uns weiterhin telefonisch für Fragen oder Bestellungen innerhalb unserer Öffnungszeiten.
Wir bitten Sie, die allgemeingültigen Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der Corona-Lage zu beachten und einen Mindestabstand zu anderen Personen von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Die Fleischerei Brinkmann in Altfrose erstrahlt nach dem Umbau in neuem Glanz. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Gemütlich wird es in der neu gestalteten Imbissecke. Genießen Sie Soljanka oder Schnitzel frisch zubereitet direkt vor Ort. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht wurscht ist, wo man Wurst isst. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender.
Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Es ist kalt, nass und unangenehm draußen. Da kommt die neue Bravo Hits 108 genau richtig. Mit Songs von Dua Lipa, Luis Capaldi oder Felix Jehn wird jede noch so schlechte Laune weggepustet. Stars, Newcomer und Legenden. Auf der 108. Ausgabe des Hitsamplers versammeln sich 44 Tracks, bei denen für jeden etwas dabei ist. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Wenn auch Sie eine dieser CDs gewinnen wollen, dann machen Sie mit und beantworten Sie folgende Frage. Welche Baumart blüht momentan in der Wilhelm-Helge-Straße? Wenn Sie die Antwort wissen, rufen Sie an unter 03928 40 57 70 oder schicken Sie eine E-Mail an redaktion@elbemedien.de. Wir drücken Ihnen die Daumen. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zur Wettervorschau der kommenden drei Tage. Mit freundlichem Wetter starten wir in die Woche. Der Dienstag begrüßt uns bei 4 Grad mit viel Sonnenschein und wolkenlosem Himmel. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturwerte bis auf 16 Grad an und wir können mit Windböen rechnen. Der Mittwoch hält uns ähnliche Wetterverhältnisse bereit. Wir können weiterhin Sonne in Abwechslung mit Windböen erwarten. Die Temperaturwerte können von 5 Grad bis auf 18 Grad ansteigen und es bleibt voraussichtlich trocken. Auf den Donnerstag hin legt sich der Wind. Der Tag beginnt bei 5 Grad und die Sonne zeigt sich wieder von der besten Seite. Die Maximalwerte liegen bei 20 Grad. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen einen guten Start in die Woche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck.